Auf Zypern haben hunderte Menschen an einem Demonstrationsumzug vom Regierungsgebäude des türkischen Nordens zum Präsidialpalast des griechischen Südens teilgenommen. Sie riefen das türkische Oberhaupt Nordzyperns Mustafa Akinci und den zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiades dazu auf, den Weg zur Wiedervereinigung fortzusetzen. Zu dem Marsch über die grüne Linie hatten Dutzende Organisationen beider Seiten aufgerufen. Wir glauben, dass mit einer Kooperation für ein gemeinsames Land eine neue Ära auf Zypern möglich ist. Wir können als moderne Menschen des Südens und des Nordens, als Zyprioten, einen Mittelweg finden und ich glaube, der ist jetzt nah, so dieser nordzyprische Demonstrant. Im November waren Gespräche zwischen beiden Seiten unter Vermittlung der Vereinten Nationen ergebnislos ausgegangen. Es geht unter anderem um den Grenzverlauf zwischen Teilgebieten des angestrebten föderalen Gebildes. Am 9. Januar sollen die Gespräche in Genf fortgesetzt werden. Das von Griechen und Türken bewohnte Zypern ist seit 1974 faktisch geteilt. Der Norden wird aber nur von der Türkei als eigenständig anerkannt.